Hallo und herzlich willkommen zurück bei Dying Light 2 Uncut. Wir müssen Zivilisten retten. Unbedingt. Ich weiß nicht warum, aber es ist so. Weil wir gute Menschen sind. Dunkle Höhle. Wir haben jetzt gerade Zeit dafür für dunkle Höhle. Hoch, hoch, hoch. Naja, ganz hoch haben wir es nicht geschafft. Dann sind wir mal schon zu hoch. Schauen wir, wie wir mal kommen. Na. Danke. Zu denen. Huch, jetzt weg von mir. Wechsel die Waffe, Alter. Zombies heimlich füllen und nicht einfach runterschnetzeln. Da jetzt wieder drunter. Huch. Das schaut doch gut aus. Wenn man schnell schaut, damit die Waffen los war. Jetzt wieder zwei Bögen drin. Das ist ein absoluter Schwachsinn. Katana. Dosal. Honig und Reis. Wie geht mir da um? Ja, ich habe jetzt gar keine Zeit nicht. Sehr gut. Durchsuchen Sie das Lager.
Dieser Überlebende hatte recht. Hier läuft wirklich etwas gewaltig schief. Bin am ersten Außenposten. Keine Spur von deinen Freunden. Sie sind sicher Richtung Lager weitergezogen. Weiter nach Westen, auf der Fulton Tower Road. Schnapp sie dir, bevor sie da ankommen. Schon unterwegs. Nein, ich verstehe das nicht. Sie meinten, die Abtrünnigen seien gefährlich. Der Waffenstillstand hat aber viele Jahre gehalten. Es ist, als ob sie keine Angst mehr vor den Peacekeepern hätten. Was hat sich geändert? Vielleicht finden wir das bald heraus. Ich meine, wir gehen dieser blöde Schirm nicht auf. Schleichen wir uns jetzt ganz leise an. Oder geht's nicht ganz so gut, oder? Gib mir das Zeichen. Nicht aufizieren. Nur eins tiefer. Noch eins tiefer. Ja, servus. Schön, dich zu treffen. Hier ist auch niemand. Sie haben vielleicht beim Ausblick beim Windrad auf dem Garrison Boulevard Halt gemacht. Beeil dich. Wenn Sie das Lager erreichen, wird die Rettungsaktion nur schwerer. Ich werde Sie einholen. Ich glaube, ich habe gesehen, wer diese Abtrünnigen anführte. Es war Elias, ein Überlebender. Lebte vor 2 Jahren in der Gegend. Vor der Epidemie war er Anwalt, ein Mann mit Prinzipien. Dann ist er verschwunden. Es gab viele Gerüchte. Verschwunden? Vor 1 Jahr schnüffelte dieser Typ hier rum. Einer der Männer des Schlechters, wie es hieß. Und dass er damals für die GRE gearbeitet hätte. Er versuchte, die Leute davon zu überzeugen, zum Staudamm zu gehen. Er versprach ihnen Waffen. Diejenigen, die auf ihn hörten, kamen niemals zurück. Ja, so ist es, wenn man auf Fremde hört. Als ich Elias vorhin sah, sah er ziemlich fertig aus. Als ob er unter Drogen gestanden hätte. Seine Augen, furchterregend. Als ob niemand mehr dahinter wäre. Ich schau mir das an. Das ist eine blöde Position da. Die gingen ab. Wenn du nicht aufhören, nicht oben. Das ist wieder für Scheiß. Hat noch jemand diese Scheiße gesehen? Zeig doch mal, was du kannst.
Gerne. So eine Umsickung, ja? Ich bin fertig mit dir. Geschafft. Ich habe hier nur ein paar Abtrünnige gefunden. Sie haben das also zum Lager geschafft? Dann sind meine Freunde verloren. Ich schaue mir das Lager an. Vielleicht finde ich ja etwas. Ich traue mich kaum zu fragen, aber wir dürfen nicht aufgeben. Bitte hilf ihnen. Ihr hilft mir schon. Wir sind ja der Gute in dieser Stadt. Sind wir der Gute. Wir sind der Sheriff. Quasi. Servus. Na, sag mal. Jetzt zeige ich dir, dass ich es ernst meine. Okay. Ich auch schon. Das hat jetzt aber nicht umgebracht, oder? Ab in die nächste Runde. Schaut's nicht gut aus. Ist sie Loot? Oh, Notiz. Die Elias-Ermittlung. Aha. Beweg mich doch! Fick dich selbst! Arsch! Lebst du noch? Na, du kleine Schlampe. Schöne Kombo.
da ein Loot? Ist das eigentlich schon das Lager? Das ist bloß der Zwischenlager. Ich kann überhaupt einen Schirm jetzt da. Kann man schon heilen. Nein, ist schon das Lager. Wieder schwer. Ja, Mann. Was gibt's denn da Schönes? Nichts, Chat. So viel Murfmesser. Müssen wir die gleich mal schmeißen. Wir müssen jetzt erstmal steigern, ja, nicht so, so prickeln jetzt. Öffnen. Drahtig! Viel zu drahtig! Zu viele Muskeln! Ruhe! Was hast du hier welche zu suchen? Lass diese Leute gehen. Werde ich nicht, du PK-Marionette. Du wirst dich noch an deinen Fäden aufhängen. Bald fällt der Vorhang für euch alle. Wir aber haben keine Fäden. Er hat uns befreit. Was redest du da für ein Scheiß? Der Meister hat unseren Körper und unseren Geist befreit. Nun erkennen wir, dass wir jedes Mal, wenn wir einen Feind niederstrecken, seine Stärke in uns aufnehmen. Du kannst dich uns anschließen, oder du kannst noch heute deinem Schöpfer entgegentreten. Warum habt ihr den Waffenstillstand gebrochen? Mach, mein Freund. In unserem befreiten Zustand besitzen wir grenzenlose Stärke, unendliche Macht. Waltz, unser Meister, hat uns mit dieser Macht gesegnet. Jack, Matt und die Puppenwächter. Verheddert und verknotet gegen uns. Machtlos! Ihr seid nur ein Haufen armseliger Dumpfbacken. Da habe ich jetzt nicht die Option, mich anzuschließen. Das war jetzt aber natürlich du hast absolut echt eine Meise. Du verstehst rein gar nichts. Schnappt ihn euch! So verdammt langweilig. Du kannst der Tür Ja, gibt's cooler mal. Da nimmst du es. Naja, das hat mir vorher schon nicht gefallen. Wird jetzt nicht besser. Ja, wie viel handeln das nur? Getan. Der Boss ist tot. Naja, das jetzt nicht so. Hier ist Ah,
ja gar nicht so schlecht. Bisschen haben wir schon einstecken müssen, aber für den Besten kein Problem. Ja, mit meiner Beute. Ich bin nur irgendwo einer rum. So. Inventar. Mal mehr entfernen. Machen wir die Wurfmesser rein. Haben wir jetzt noch einen Verband. Und ganz viel von denen. Da haben wir da hin. So. Haben wir da jetzt irgendwas Geiles? Scharfschützenmaske. Kein Kopfschaden. So, das ist zwei Hände. Und dann bleiben wir bei der. Sunny. Nein, Panzer. Und dann Sunny. Bleiben wir bei unserer. Sunny. Sunny, aber die ist nicht schlecht. Die gefällt mir noch besser. Sehen wir mal die Jungs und Mädels da raus, oder was immer da drin ist. Vielen Dank. Das werden wir dir nie vergessen. Hier lang. Da ist eine Seitentür. Hallo, hier ist Aiden. Deinen Freunden geht es gut. Danke, Aiden. Wir stehen tief in deiner Schuld. Aha. Tut's ihr. Nichts drin. Was haben wir da gekriegt? Ein Knallstock. Aha. Quasi eine Pistole. Wo hat man einen Kampf zurückgekriegt? Nein, nehmen wir mit das. Müssen wir da aber, glaube ich, die Wurfmesser ausrüsten, oder? Was? So. Ja, und ich sehe, dass die Folge eigentlich gleich wieder zu Ende ist. Wir haben die Zivis befreit, weil wir nämlich der Brave sind, der Gute. Ja, wir sind der echte Peacekeeper, wir helfen den Leuten. Dass die Peacekeeper nicht die falsche Entscheidung sind, aber bis jetzt haben sie uns ja noch nicht verarscht. Der Ito war ganz ein braver. Aber gut, der Hakon hat uns ja erst Leben gerettet und dann war das eben puckt aus. Arsch. Aber naja. Also, da mich freuen, wenn ihr einen Support da lasst. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Also, bis dahin. Servus.